Der Herbst gilt als die Erntezeit des Jahres, weshalb auch seine reifen Früchte sehr begehrt sind. Die südwestliche Provinz Yunnan ist eine wichtige Produktionsbasis für Früchte in China. Die landesweit bekannten Früchte werden in mehrere Länder in Asien bzw. Europa wie Thailand, Malaysia, Kasachstan und Belgien exportiert. Alleine im Jahr 2020 erreichte das Exportvolumen von Zitrusfrüchten aus Yunnan einen Wert von 700 Millionen Euro. Mit seinen typischen tropischen Klimabedingungen und ausreichendem Sonnenschein ist Yunnan für den Früchteanbau sehr gut geeignet. Nicht nur chinesische Unternehmen, sondern auch viele internationale Früchteproduzenten haben in Yunnan ihre Produktionsbasis aufgebaut, was die Entwicklung vom Früchteanbau in der Region neue Impulse verliehen hat. Ein gutes Beispiel dafür ist Driscoll's, der weltweit größte Beerenproduzent aus den USA. Das US-amerikanische Unternehmen experimentierte im Jahr 2015 als erstes mit der Versuchspflanzung von Heidelbeeren in Yunnan. Seit 3 Jahren durchläuft sein Anbau jedoch enorme Veränderungen. Anstelle von Erde wird für die Pflanzung der Heidelbeeren nun Kokossubstrat verwendet, welches aus Kokosfasern gewonnen wird. Mit flüssigem Dünger ist der Anbau auch in einem Topf möglich. Die fortschrittlichen Anbautechniken in Gewächshäusern können dessen Risiko einer Ertragsminderung reduzieren und eine stabile Erhöhung der Produktion fördern. Die Stadt Mengzi in der Provinz Yunnan bietet den Heidelbeeren optimale Anbaubedingungen. In der bezirksfreien Stadt im autonomen Bezirk Honghe, die Hani und Yi, können Heidelbeeren bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung Früchte tragen. Grundsätzlich ist bei den Pflanzen jedoch erst nach 3 oder 4 Jahren ein Vollertrag zu erwarten. Der Heidelbeerboom in Mengzi dient als ein Vorbild der Modernisierung der chinesischen Landwirtschaft. Denn traditionell gilt die Stadt in China als eine wichtige Produktionsbasis für Granatäpfel und Wollmispel. Früher erschwerte sich der Anbau von Heidelbeeren für die lokalen Landwirte, da er mit notwendigen großflächigen Anbauflächen und teuren Keimlingen verbunden war. Die Investitionen großer Agrarproduzenten ermöglichen die Massenproduktion von Heidelbeeren in Yunnan. Die Joy Viu Group Co. Limited, ein chinesisches Obstunternehmen, hat beispielsweise 30-jährige Mietverträge mit den lokalen Obstbauern unterzeichnet. Dann werden auf ihren Ackerfeldern Produktionsstätten errichtet, die nun für einen qualitativ hochwertigen Anbau von Heidelbeeren sorgen. Warum ist der Anbau von Heidelbeeren in Yunnan für weltweite Obstkonzerne so attraktiv? Ein Grund hierfür ist die vielversprechende Gewinnquote, denn die Produktion der Früchte kann eine annualisierte Rendite von 120% erwirtschaften. Die andere Besonderheit des Heidelbeermarktes in China ist, dass die Produkte immer nach dem Geschmack der Konsumenten ausgerichtet werden. Darum hat der US-amerikanische Beerenproduzent Driscoll's seine ursprüngliche Obstsorte auch neu kultiviert, denn seine Verbraucher in China bevorzugen große und süßliche Früchte. Neben der Obstindustrie hat sich auch der Kaffeeanbau in Yunnan schnell entwickelt. Für europäische Konsumenten ist der Kaffee aus Yunnan eher fremd. Knapp 98% der Kaffeebohnen in China werden in der südwestlichen Provinz produziert. Viele globale Kaffeemarken wie Starbucks kaufen ihre Kaffeebohnen aus dieser Region. Bei der Rohkaffeeproduktion in Yunnan ist ein modernes und nachhaltiges Anbausystem eingeführt worden. Dabei können Sensoren die Bodentemperatur und die Luftfeuchtigkeit automatisch messen. Aufgrund der Messergebnisse werden dann flüssige Düngemittel entsprechend eingeleitet. Bei kaltem Wetter wird mit Einsatz von Drohnen warmes Wasser auf die Anbaufläche der Kaffeebohnen gespritzt, um mögliche Frostschäden zu vermeiden. Die Stadt Pu'er hat die Kaffeekultur zudem auch zu einem Teil ihres Tourismus gemacht.
Die Geschichte des Kaffees aus Yunnan und seine Verbindung zu Europa hat in dem Jahr 1904 begonnen. Ein französischer Missionar namens Alfred Ledach pflanzte im Dorf Jukula die in Vietnam gekauften Kaffeesamen an. Es handelt sich dabei um die ältesten Kaffeebäume in ganz China. 1905 eröffnete in der Stadt Mengzi ein französisches Kaffeehaus. Es war das erste Café in der Provinz Yunnan. Schätzungen zufolge wird das Marktvolumen des chinesischen Kaffeemarktes im Jahr 2025 eine Billion RMB erreichen. Damit wird China nach den USA und der EU der drittgrößte Kaffeekonsument der Welt. Trinken Sie gerne Kaffee? Haben Sie schon einmal Früchte aus Yunnan probiert? Wir freuen uns auf Ihr Feedback.